Hallihallo, hier ist Leviathan 2 mit einem neuen Let's Play zu, ihr seht, Mystic Quest. Dieses Spiel ist der Anbeginn einer Reihe, die ich machen werde. Dazu kommen wir später mal dann auch noch. Jetzt können wir uns mal schön die Musik anhören und, naja, wir werden sie nochmal hören. Wir starten jetzt mal das Spiel. Der Mana-Baum wächst durch die Kräfte der Natur. Er wächst hoch oben auf dem Berg Illusia. Demjenigen, der ihn berührt, verleiht er überirdische Macht. Dark Lord sucht nach dem Weg zum Mana-Baum, um diesen gewaltigen Kräfte zu missbrauchen und die Welt zu unterwerfen. Wie heißen wir? Keine schwere Frage. Wir heißen Lev. Da dieses Spiel uns nur 4 Buchstaben zulässt. Also statt Levia heißt es diesmal Lev. Und die Frau, sie heißt Ziz. Auch von der Legende von Leviathan Behemoth und Ziz. Das würde ich aber jetzt eigentlich immer so machen, dass wenn ich... Mein Name wird Levia, sofern möglich, sein. Bei den Spielen, männliche werden Behe und weibliche Charaktere Ziz heißen, wenn ich den Namen wählen kann. Okay. So, dann geht's los. Kämpfe. Ja. Dieses eine Wort ist Programm. Das ist alles, was wir an Intro bekommen haben. Okay. Mit deiner für den ersten Gegner doch schon recht coole Kampfmusik gehen wir hier los und ja, was hat man vom ersten Gegner erwartet? Das ist nicht so, dass er ein großer Over, so ein Übergegner wäre. Lev ist ein tapferer Kämpfer. Lev und viele andere wurden gezwungen, jeden Tag zur Unterhaltung des Dark Lord zu kämpfen. Viele ließen dabei unnötig ihr Leben. Willi, Mana ist in Gefahr. Die GEMA-Ritter müssen das wissen. GEMA? Geh zu Bogard bei den Wasserfällen. Er ist ein GEMA-Ritter. Er weiß, was zu tun ist. GEMA? Mana? Was? Willi! Willi! Willi entschläft. Ich kenne ihn. Willi, ich räche dich. Ja. Okay. Sieht nach einem Auftrag aus, nur leider sind wir hier noch eingesperrt. Nein, was ich sagen wollte, das ist die perfekte Stelle, um es anzusprechen. Dieses Spiel hat einen der von mir meistgeliebten Soundtracks. Was man hier sehr schön hört, auch wenn die Szene hier, nicht wirklich jetzt in dem Sinne so extrem traurig ist, was zum Teil daran liegt, dass wir Willi überhaupt nicht kennen, jetzt wir als Charakter-Spieler, und zum anderen, dass die Übersetzung ein, naja, im Englischen wird das Willi noch viel härter, also noch ganz anders benutzt. Square Enix war in den Retro-Tagen nicht für seine unglaublich guten Übersetzungen bekannt. Aber okay, nein, was ich sagen wollte ist, dass die Musik hier in diesem Spiel einfach vor allem für Gameboy-Verhältnisse fantastisch ist.
Aber wir werden noch mehr Stücke davon hören. Ich wollte es jetzt einfach auch gerade mal ansprechen und genießen. Okay, hier haben wir Charaktere, mit denen wir sprechen können. Das mit Willi tut mir leid. Wir müssen hier raus. Ich möchte nach Hause zu meinem kleinen Bruder. Okay, das war die Amanda. Sie wird später dann auch noch eine Rolle spielen. Der Monstereingang führt nach draußen. Okay. Was auch immer das heißt. So, wir gehen hier rauf und gehen hier lang. Okay. Kämpfe. Hey, wieder. Und wir haben wieder den gleichen Gegner, die gleiche Kampfmusik. Und wie ihr unten jetzt vielleicht seht, ein Balken, der sich mit der Zeit ganz aufgeladen hat. Damit können wir Spezialangriffe empfesten, was einen heiden Spaß macht, vor allem bei diesen Gegnern. Das wäre... naja. Sagen wir, bei The Legend of Zelda hat Link bis zu Wind Waker gebraucht, bis er so einen Wirbelschlag hingekriegt hat. Okay. Runter. Wir sind aus der Burg geflohen. Gehen wir mal runter. Sackgasse. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Darklord und Julius? Was soll das alles? Du sagst, der Mana-Baum ist ein Wasserfall? So ist es, Herr. Ganz oben, im Schrein versteckt. Wie komme ich dahin? Die Wasserfälle hoch? Manchmal geschehen Wunder, Herr. Was? Ein Mädchen besitzt den Schlüssel dazu. Gut, kümmere dich drum. Ja, Herr. Was? Wer ist da? Ja, ich muss jetzt nicht steuern. Das ist ein Wegrennen vom Dark Lord. Du kommst mir nicht. Okay, war wohl doch keine Sackgasse. Und es folgt einer der längsten Fälle, die ich kenne im Videospiel. Autsch, wo bin ich? Wie kam ich hierher? Den Wasserfall runter. Okay. Für das, was wir so noch am Anfang des Spiels sind, ist doch recht viel passiert, würde ich mal sagen. Okay, wir sind entkommen. Wir leben auf irgendeine wundersame Art und Weise noch. Und okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Oh, ouch. Stirb. Hier haben wir normale Gegner. Die sollten im Moment aber noch nicht so das Problem darstellen. Die werden dann im Verlauf des Spiels auch immer wieder ändern. So. Ja. Zum Rekapitulieren. Wir waren Gladiator. Unser Freund Willi ist gestorben, hat uns gesagt, wir sollen Mana beschützen. Um das zu erreichen, sollen wir Bogard finden. Und daraufhin sind wir aus dem Schloss entkommen und ja, suchen jetzt Bogard. Okay, hier haben wir etwas, das menschliche aussieht, als wie von Menschen gebaut. Hier sehen wir mal nach, was sich darin versteckt. Hallo, willkommen in Toppel. Okay, wir sind in Toppel. Topel?
Na, Toppel. Was ist... okay. Warte, so, jetzt. Computerprobleme. Entschuldigung. Okay. Sie sagt das Gleiche, weiß ich aus Erfahrung. Und? Dorglord ist zu grausam, nicht auszuhalten. Ja, wirklich, ich hab mich in Wasserfall runtergeworfen. Dann betreten wir mal die Häuser. Der Mana-Baum wächst über uns von ganz weit oben. Er beschützt uns vor dem Bösen. Okay. Und ja, hier haben wir das Hotel. Das andere war ein Gegenstands- und Waffenhändler. Dann gehen wir mal hier rein, da das kein Schild über dem Kopf hat. Ich hörte, dass Darklord nach einem Mädchen sucht. Sie soll das Geheimnis des Mana-Baumes kennen. Was sagst du? Der alte Mann bei den Wasserfällen ist mürrisch. Einst war er ein galanter Ritter, aber jetzt... Fragezeichen. Fragezeichen. Egal. Okay, die können uns hier wohl auch nicht mehr weiterhelfen, obwohl sie gerade gesagt hat, dass bei den Wasserfällen ein alter mürrischer Mann war, der mal Ritter war. Was hilfreich sein könnte, wenn man die Aussage mit unserer Aufgabe vergleicht. Okay, ich habe vorhin Balken. Dann zeige ich gleich noch den zweiten Spezialangriff. Was ist das? Ramangriff. Das sah aus, als wäre er von seinem Schwert gezogen worden. Aber okay. Ja. Es ist viel passiert. Ich zeige euch gleich noch zu zeigen hier. Falsch. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Den Bat, das heißt Speichern. Hier. Keine Ahnung, warum das Bat hier Speichern heißt, aber okay. Und okay. Gut. Dann würde ich sagen, wäre es das für heute mal gewesen mit dem ersten Part Mystic Quest. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffentlich. Und ja, bis dann.